Also, die erste Frage, die geht an Frau Gebel. Christa Le Petit fragt: Wieso, Frau Gebel, werden Kinder überhaupt so früh vermarktet? Etwa nur des Geldes wegen oder gibt es auch andere Gründe? Ja, also jetzt auf individueller Ebene der Eltern würde ich sagen, da ist auch jede Menge Stolz dabei, ne? Oh, mein Kind kommt hier gut an, das ist natürlich eine feine Sache. Aus Sicht der werbenden Industrie ist es ganz klar, Kinder ziehen. Also Kinder im Fernsehen oder Kinder in Filmen sind immer ein Highlight. Das hat ja was Niedliches, was Putziges und das sieht man einfach gern. Man fragt sich ja, warum ein Produkt, was den Darm ruhig hält, mit einem Sidekick beworben werden muss, wo ein Kind einfach nur sagt, ja, genau, so ist es. Also das Kind hat ja mit dem Produkt so absolut gar nichts zu tun. Und das ist einfach so, Kinder in der Werbung ziehen immer. Und das wird hier ausgenutzt, vor allem auch wenn Kinder von sich aus aktiv sind und man nur ganz leicht auf die zugehen kann. Herr Professor Rosenstock, Sonja Reuters fragt: Kann es denn sein, dass der Druck von Eltern, sich selbst oder auch für die Familie Geld zu verdienen, ausschlaggebend ist und sich Kinder deshalb auch als junge Influencer vermarkten? Ja, wir haben unterschiedliche Milieus. Also bei Coco ist es zum Beispiel so, dass die Eltern genug Geld verdienen. Da müsste das Geld von Coco zum Familieneinkommen, das wird eigentlich nicht benötigt. Da ist eher so die Modelkarriere das Motiv und auch ein bisschen die Wünsche der Mutter. Aber wir haben sozusagen andere Familien, die eigentlich zum prekären Milieu gehören und zum Hartz-IV-Milieu gehören und versuchen sozusagen hiermit auch aus diesem Milieu herauszukommen. Und zum einen haben die Kinder dann natürlich auch Möglichkeiten, Produkte zu haben oder auch zu zeigen, die sie sonst nicht bekommen würden. Und es trägt eben auch zum Familieneinkommen ein. Und da sind wir ja bei einem anderen gesellschaftlichen Problem, wenn Sie sich das anschauen. Also ich bin in Greifswald in Ostdeutschland. Wir haben über 20% alleinerziehende Mütter, die sozusagen im Armutsbereich dann auch leben. Also Kinderarmut oder der größte Armutsrisiko ist ja heute alleinerziehende Mutter mit Kindern zu sein. Und da ist natürlich schon die Frage, wie komme ich aus dieser prekären Situation heraus? Und wenn ich dann über eine Freundin Kontakt zu einer professionellen Agentur bekomme, die mir dann sagt, sozusagen, versuch das mal, probier das mal aus, und ich regelmäßig dann eben auch meinen Familienalltag oder den Kinderalltag hier zeige, hat es für mich auch die Möglichkeit, eben aufzusteigen. Und wir haben einige Familien, die diese Möglichkeit nutzen. Und wo man auch, sagen wir mal, ethisch-moralisch sagen kann, okay, ich meine, es ist auch eine Möglichkeit, diese prekäre Situation, dann etwas entgegenzuhalten. Und da ist wiederum der Gesetzgeber, ist eine Frage, warum wir eigentlich alleinerziehende Mütter mit vielen Kindern nicht stärker auch schützen, vor allem auch die Kinder schützen, dass diese Kinderarbeit eben, die in Deutschland eben auch zunimmt in diesem Bereich, nicht notwendig ist. Ja, jetzt habe ich eine Frage, die sich schon darauf bezieht. Ich glaube, Frau Schmidt hatte es eben schon erwähnt, ein Junge, der mal für, ich sage jetzt mal, Schokolade früher Werbung war, das Werbegesicht war, wie ist er eigentlich heute? Die Frage geht jetzt an Frau Gebel von Astrid Scherina Schaper. Sie fragt: Kennen Sie die Meinung von inzwischen älteren Kinderwerbegesichtern, wie dem Kinderschokobub oder das Schaumermädchen? Wie sehen Sie das? Haben Sie da Erfahrung, was aus denen geworden ist? Sind die damit klargekommen? Ist wirklich eine ganz interessante Frage. Das würde mich auch interessieren. Was ich vermute, ist, dass es denen ja noch relativ gut geht, weil die nicht so lückenlos begleitet worden sind, wie das jetzt bei den Kinderinfluencerinnen der Fall ist oder Influencern. Da muss man sich vorstellen, da hat die Öffentlichkeit eine Idee von diesem Kind, wie das ist, und entsprechend reagiert sie ja auch auf dieses Kind. Also Leute, die das Kind schon aus dem Internet kennen, gehen anders auf das Mädchen oder auf den Jungen zu, als wenn sie dieses Hintergrundwissen gar nicht hätten, ne? Und da fragt man sich auch, was ist eigentlich besser, wenn die Kinder ein inszeniertes Leben vorspielen oder wenn authentisches Leben gezeigt wird. Beides kann ganz verheerend sein.
Und das pflanzt sich ja fort in dem späteren Leben. Wie es den Kindern dann damit wirklich geht, können wir noch nicht wissen, weil das Phänomen ja auch noch so neu ist. Wie lange gibt es das? Wie lange, Herr Rosenstock, ist Ihnen das eigentlich bekannt, dieses Influenza-Problem? Ist ja jetzt Quatsch, aber dieses Phänomen? Naja, also es ist in Amerika und auch in Russland früher aufgetreten als in Deutschland. Und in Deutschland diskutieren wir öffentlich seit 4 Jahren. Und wir diskutieren das, weil man gesehen hat, dass die Standards, die im Kinderfernsehen zum Beispiel bei Super RTL oder auch bei anderen Kinderfernsehanbietern über Jahre lang sozusagen funktioniert haben und eingeführt worden, wenn es um Kinderwerbung geht und auch um Kinderschutz geht, eben hier nicht funktionieren. Und dass hier ein großer Markt entstanden ist, und das ist ein Phänomen der letzten 4 Jahre, aber ein Phänomen, was sehr, sehr stark wächst und damit auch die Konkurrenz zwischen den Kindern, zwischen den Anbietern auch wächst und was den psychologischen Druck ja auch dann unterstützt. Und wir haben natürlich hier auch ein Phänomen vor Corona gehabt, dass wir sehen, es spielt sich immer mehr auf YouTube ab, immer mehr sozusagen auf TikTok. Das Bewegtbild sozusagen im klassischen Bereich ist nicht mehr nur im Kinderfernsehen, sondern das Bewegtbild geht in die sozialen Medien. Und je früher die Kinder natürlich auch ein Smartphone zur Verfügung haben, dann nutzen sie das auch. Es entwickelt sich eigene Kinder- und Jugendkulturen. Und damit verfestigt sich dieses Phänomen. Und wir haben es bisher im Jugendschutz diskutiert. Aber es wäre auch gut, wenn wir es in den Parlamenten diskutieren, weil wir kriegen es nicht in den Griff. Da gehe ich direkt an Frau Schmidt weiter. Das schließt sich so ein bisschen an. Karin Berger fragt: Kinder sollen Kinder sein dürfen. Vermarktung von Kindern ist für mich ein No-Go. Wieso sind solche Kinderrechte noch nicht fest verankert? Also, wie gesagt, diese Rechte gab es ja immer und die Kontrollen gab es, wenn ihr Kind in der Oper mitspielt, wenn es berühmter Solosänger ist und wenn es Werbung gemacht hat. Es wurde, weil hier die Eltern den Kanal führen, nicht im Internet angewandt und nicht kontrolliert. Und wenn es um durchbeobachtete Kinder geht, die ähnliche Aufmerksamkeit hatten, man sagt, die erste war die Bibi Langstrumpf-Darstellerin, die wirklich in ihrem Leben dann begleitet und beobachtet wurde, wo man dann das Kind immer und überall erkannt hat. Ausschlaggebend, sagt man, ist dieser Disney Channel, als man Britney Spears dann als Kinderstar und dann weiter und in den Alltag gezeigt hat. Da kann man, das wäre so mit dem deutschen Recht nicht vereinbar gewesen. Also der Sender hätte das nicht so viel und so oft ausstrahlen können und hätte nicht so viele Drehzeiten machen können und. Wir müssen es jetzt einfach aufs Internet anwenden. Es ist Werbung und da gelten dieselben Richtlinien wie im TV. Aber Also was für es Wege ist muss denn? jetzt einfach Ja. angewendet werden und das müssen wir, die gerichtlichen Grundlagen gibt es in allen anderen Medienbereichen oder Kulturbereichen und dasselbe muss fürs Internet gelten. Arbeiten Sie denn, Frau Schmidt, da mit dem Bund zusammen? Können Sie das da einbringen? Also ich wurde ja jetzt erst wirklich ernsthaft auf dieses Thema aufmerksam. Ich habe vielleicht so mal ein bisschen Bilder gesehen. Wenn ich wirklich nicht zwei Stichworte da eingegeben hätte, werde ich vielleicht nie weiterkommen und dann wird mir immer weiterempfehlen. Ja, wir haben Austausch mit der Bundeskinderkommission und ich habe wirklich sofort Kontakt aufgenommen mit einer Kollegin in Brüssel und man muss das wirklich einbringen. Von mir wird es garantiert einen Antrag dazu geben, dass sofort und gleich das gleiche Recht angewandt wird. Mal schauen, wie man damit umgeht. Es ist natürlich, Sie müssen mal überlegen, im letzten Jahr 1 Milliarde in Deutschland. Das ist absolut erschreckend, dass Kinder erarbeitet haben. Übrigens, wo Sie eine Zahl erwähnen, unsere Bundesregierung setzt auch Kinderinfluencer ein. Das war nur so nebenbei. Herr Professor Rosenstock, Petra Mietke fragt: Kann es sein, dass immer mehr Kinderinfluencer werden wollen, da es ihnen vorgelebt wird, um jede Menge Geld zu machen? Heutzutage möchte keiner mehr richtig arbeiten. Alle wollen Superstar oder Supermodel sein. Ja, vielen Dank für die Frage. Aber wer Supermodel oder Superstar ist, der arbeitet ganz schön hart. Also wenn Sie sich das Leben mal anschauen,
Das ist kein Zuckerschlecken. Und diese professionelle Inszenierung, die wir hier auch bei Coco gesehen haben, da können Lehrerinnen und Pädagogen viel von lernen, wie man heute professionell mit den Medien umgeht. Aber dieses Know-how muss man auch erstmal sich sozusagen erwerben. In dem Sinne, das ist ein sehr, sehr, sehr hartes Geschäft. Aber natürlich ist die Frage berechtigt, denn es sind Sinfluencer, die sozusagen heute zur Kinder- und Jugendkultur dazugehören und die Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen prägen. Und genauso wie die Arbeitsämter jetzt Arbeitsagenturen auch Beratung machen, wie man denn Influencer wird und es Agenturen gibt, die diesen Beruf auch aufbauen, ist es natürlich heute auch ein Berufsmarkt. Genauso auch wie wir Computerspieler brauchen, weil diese Kompetenzen eben auch beruflich heute abgefragt werden. Und da hat sich auch gesellschaftlich etwas verändert, aber hier haben wir eine Vorbildfunktion natürlich auch. Und da haben wir ja sozusagen Influencer, die diese Vorbildfunktion auch mit einbauen, teilweise auch die kritische Situation oder auch darüber reflektieren. Also wir haben selber eine Diskussion innerhalb der Influencer. Und wenn Sie das vorhin auch gesagt haben, wir haben natürlich auch Influencer, die jetzt jugendlich sind und die auch schon kritisch darüber diskutieren, sollen Kinder das machen oder auch nicht? Wie war das eigentlich bei mir früher, als ich in die Influencer-Szene reinkam und auch sehr kritisch mit diesem Thema umgehen? Das ist auch gut so, dass in der Influencer-Szene selber auch das kritisch dann auch diskutiert wird. Aber die Influencer-Szene entwickelt sich weiter, sie wird sich auch weiterentwickeln. Das ist ein Arbeitsmarkt und deshalb müssen wir auch darum mit umgehen. Noch einmal, in Deutschland ist eigentlich bis 15 Kinderarbeit nicht erlaubt. Und dieses müssen wir im Kinderschutz auch durchsetzen, dass es nur unter ganz besonderen Bedingungen eben auch sind. Und wir müssen die Kinderrechte stärken, weil die Kinder, das hat Frau Gebel auch gesagt, entwicklungspsychologisch eigentlich in einer Situation sind, wo sie die Familienmoral stärken, so wie früher, wenn man auf dem Bauernhof arbeiten musste. Und noch nicht in dieser Rebellenfunktion, wo man sagt, ich will jetzt hier weg. Sondern man bekommt ja auch besonders viel Aufmerksamkeit von der Mutter und das ist dann auch wie im Leistungssport oder vom Vater, wenn man die Sachen gut erfüllt. Es geht nicht nur um das Geld, sondern es geht hier eben auch um eine Familienmoral, die sozusagen das befördert. Und da müssen wir eben brauchen wir andere Instanzen, die dann die Interessen der Kinder wahrnehmen. Aber es ist ein Markt, es ist ein lukrativer Markt und dass Kinder oder Jugendliche sich vorstellen, dass sie das gerne werden wollen, ist genauso normal, wie wenn man eben die Top-Mopsies sich anschaut, Next Top-Models. Und das guckt ja scheinbar auch keiner, aber ich kenne viele Mütter, die das mit ihren Kindern zusammengucken. Da wird natürlich auch dieses Berufsbild von Frauen, die eigentlich ganz komische Körpermaße haben, als eine Idealisierung, wo Mädchen eben auch eine Modelkarriere anstreben, auch als Beruf, obwohl man natürlich weiß, wie hart eigentlich dieses Modelgeschäft ist und genauso hart ist auch das Influencer-Geschäft. Ich habe jetzt auch lustigerweise läuft gerade eine tägliche Sendung auf einem privaten Fernsehsender über Influencer, die etwas älter sind, die kochen da miteinander und die hat auch gesagt, das sieht alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen aus. Da sieht man irgendwie ein 5-Minuten-Video, aber dafür habe ich 10 Stunden gedreht. Also da steckt natürlich echt ein Haufen Arbeit auch hinter. Ne? Frau Gebel, Thilo Fischer fragt, inwieweit können Kinder als sogenannte Sinfluencer, also Influencer mit Sinn, auch einen positiven Einfluss auf Gleichaltrige ausüben? Das können Sie bestimmt. Also die Möglichkeit sehe ich total. Die Frage ist, warum wollten Sie das? Machen Sie das aus eigenem Antrieb oder werden Sie da auch gepusht und vorgeschickt? Und das ist natürlich auch schwer zu kontrollieren und zu entscheiden. Prinzipiell finde ich es gut, wenn Kinder sich auch öffentlich für ihre Anliegen einsetzen und auch öffentlich in Dialog gehen mit wichtigen und großen Themen auch. Dagegen ist gar nichts zu sagen. Aber auch in dem Bereich darf man nicht außer Acht lassen, dass es da auch eine Möglichkeit des Missbrauchs im Grunde gibt, ne? So ähnlich wie sich ein Mädchen auf eine Demo stellt, von den Eltern begleitet und sich mit Anne Frank vergleicht, sowas kann man sich ja auch im Netz vorstellen, ne? Und wie kommt dieses Mädchen auf diese Idee? Inwiefern ist das ihr eigener Antrieb und weiß sie, was sie da tut, ne? Also ich gehe davon aus, dass man im Grunde solche Dinge pädagogisch begleiten muss und
eben auch darauf achten muss, dass das wirklich eine ethisch abgesicherte Begleitung ist. Dann haben wir noch eine abschließende Frage an Frau Schmidt von Silvia Ries. Sie fragt, vermitteln wir unseren Kindern durch ein solches Profitdenken falsche Werte, anstatt sie auf wirklich wichtige Dinge wie Zufriedenheit und Selbstakzeptanz im Leben vorzubereiten? Ja, sicher vermitteln wir falsches Bild. Also meine Kinder, es war genau derselbe harte Kampf, ohne Influencer nicht die passende Jeans anhaben zu müssen, nicht das passende T-Shirt und, mit ihnen drüber zu sprechen, warum man das nicht braucht und was es für Druck ist. Natürlich habe ich mit meiner Töchter dieses Gespräch gehabt, ohne diesen Druck aus dem Internet. Das ist sicher die falsche Botschaft. Aber im Gegensatz zum Herrn Professor Rosenstock sehe ich es sogar noch anders. Sie haben das vorhin verglichen mit einem Bauernhof, auf dem man mithilft, um den Eltern zu helfen. Die Eltern auf dem Bauernhof pachten dann nicht nochmal 20 Hektar dazu, wenn die Kinder dort geholfen haben und sagen, ach, jetzt könnt ihr das auch noch bewirtschaften. Und das ist ja so ein Schneeballsystem. Also sagen, ach, du kannst mehr und jetzt zeige ich doch das auch noch. Und erstens mal setzt man die Kinder, die das Produkt verkaufen, unter Druck. Und es wird einfach, es geht eigentlich, Kinder, die Konsum verkaufen, machen andere Kinder natürlich unzufrieden. Früher war das Mundpropaganda am Schulhof, die richtige Jeans zu haben. Ja, und dann ist man halt denjenigen aus dem Weg gegangen. Heute kann man denen im Internet, können sie nicht aus dem Weg gehen. Also wenn sie da nämlich dann nicht dabei sind, dann werden sie nicht vom einen blöd angemacht, dann werden sie von 100 blöd angemacht. Das wird ja Standard. Es wird ja der Standard. Und das ist erschreckend. Und wie gesagt, ich bin leider nicht bei Ihrem Bauernhof, weil hier geht es noch viel weiter. Dann kommen nochmal 20 Hektar dazu und nochmal 20 Hektar, die das Kind bearbeiten soll und wie das Kind das Image der anderen Kinder verändern soll. Wow, ein so intensives Thema, dass ich gar nicht aufhören möchte. Aber wir müssen eine Schlussrunde bilden und den Anfang würde ich gerne Herrn Professor Rosenstock überlassen. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Wo sehen Sie die größten Chancen und Risiken beim Thema Kinderinfluencer? Ja, wir brauchen eine Bildungsoffensive, dass sozusagen nicht nur die Berufskompetenzen und der digitalen Kompetenzen verstanden werden, sondern dass es hier um Lebenskompetenzen geht, vor allen Dingen in der Grundschule. Und wir brauchen ein Bewusstsein von Verantwortung der unterschiedlichen Gruppen, der Eltern, der Agenturen, der Wirtschaft, des Kinder- und Medienschutzes und auch des Parlamentes und öffentliche Plattformen wie diese hier, wo wir diese Phänomene diskutieren, damit wir eben hier, weil es sind neue Phänomene für uns, dann auch moralisch das einschätzen können. Männer können so richtig knapp und knackig zusammenfassen, ne? Das können Sie auch, Frau Gebel. Ja, ich hoffe das. Ich hoffe, dass ich kann mich auch in vielem Herrn Rosenstock anschließen, gar keine Frage. Zwei Aspekte wären mir wichtig. Also ein Risiko, das wir schon mehrfach angesprochen haben, ist schon, dass sich auch der Wert der Privatsphäre insgesamt verändert dadurch und dass wir gegen diese Entwicklung gegenhalten müssen und auch die Vorstellung, dass es ein durchkommerzialisiertes Leben geben muss, dass bestimmte Hobbys, Aktivitäten auf den großen Plattformen gar nicht mehr vorkommen, weil man damit gar kein Geld machen kann. Wenn es da kein Produkt gibt, das zu bewerben ist, dann geht das in der Masse unter und versendet sich. Die großen YouTube-Kanäle, die großen Insta-Kanäle präsentieren immer Dinge, die sich einfach verkaufen lassen. Und das ist eine Tendenz, die sollte uns zu denken geben, ob wir das so wünschenswert finden. Und die große Chance, die ich sehe, ist doch auch, dass Kinder im Netz auch eine Stimme haben können und für ihre Anliegen auch selber einstehen können. Das darf man auch nicht unterschätzen. Frau Schmidt, Sie sind Mama, Oma und Politikerin. Hallo, die beste Kombination, da muss doch was gehen. Was liegt Ihnen noch am Herzen?
Zu mir liegt der klare Siegel vor, dass es Kinderarbeit ist. Es sieht aus wie Kinderarbeit, es fühlt sich an wie Kinderarbeit, dann muss das Siegel drauf Kinderarbeit. Wenn wir Schokolade siegeln, dass sie fair produziert ist, dann müssen wir auch sowas labeln, dass es mit Kinderarbeit, dass hier Kinder arbeiten. Also dieses Label muss her. Aber was ich mich im Nachhinein sehr freue, ist unser Fach wirklich Alltag. Kompetenz, das wir in Bayern genau vor der Pandemie noch mit auf den Weg gebracht haben, in dem Medienkompetenz drin ist, wie werden die Produkte überhaupt produziert, wo kommt was her, damit Kinder hinterfragen lernen, damit sie auch sowas hinterfragen können. Das natürlich durch die Pandemie ein bisschen in Stocken kam, aber das ist mir wichtig. Und wo ich als dran kämpfen möchte, das ist dass die Kinderrechte endlich in Grundgesetz und Verfassung kommen, wenn es im Koalitionsvertrag steht. Also das wäre die erste große Baustelle und dass man es klar benennt und dass dieses Wegsehen aufhört, dass man die bestehenden Gesetze gleich und sofort anwendet. Wissen Sie, was mich im Endeffekt nachhaltig schockiert, ist, dass es anscheinend ja so viele Schlupflöcher, so viele gesetzliche Löcher gibt, was unsere Kinder betrifft. Das macht mich wirklich sehr betroffen. Vor allem wir sind Kinder, die Kinder sind unsere Zukunft. Ohne Kinder geht gar nichts. Und hallo, da muss endlich mehr gemacht werden. Zusammenarbeiten, miteinander reden. Und ich hoffe, wir konnten wirklich einen kleinen Teil dazu beitragen mit diesen wundervollen Gästen, Herr Professor Rosenstock, Frau Gebel und Frau Schmidt. Ich danke Ihnen als Mama, als Moderatorin und von Herzen für diesen wunderschönen Abend und ich wünsche Ihnen alles Gute.